Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, im letzten Part haben wir das Nuklearkraftwerk da hinten erstellt und ich muss sagen, es funktioniert nicht. So, ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Also irgendwie die ganzen neuen Energiequellen, die funktionieren nicht so ganz. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum. Woher weiß ich, dass es nicht funktioniert? Na, ich habe hier offscreen noch ein bisschen weiter gemacht. Irgendwann mal wurde es dunkel, ich habe Energie verbraucht und das Ding hat nichts gemacht. So, das kann jetzt daran liegen, weil es nicht komplett voll ist. Würde mich aber persönlich wundern. Also ich glaube nicht, dass man alle Rods braucht, um das betreiben zu können. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Aber wir könnten mal die anderen zwei noch craften. So, was habe ich noch herausgefunden? Auch ziemlich interessant. Also die Viecher, lass mich in Ruhe, die machen mir nichts. Und was ziemlich lustig ist, man kann die hier im Aquarium aufnehmen. Den Schocker könnte man aufnehmen. Den, na, wo seid ihr? Da kann ich aufnehmen. Also die ganzen Viecher, die kann man hier tatsächlich aufnehmen. Finde ich irgendwie lustig. Das heißt, wir könnten tatsächlich auch ja, die in ein anderes Aquarium umziehen lassen. So, irgendeinen konnten wir hier doch noch scannen. Aber welchen? Den Gleitfisch, oder? Ja. Okay, das hat wohl jetzt funktioniert. So, dann die Augenpflanze. Die können wir auch noch scannen. Machen wir natürlich auch noch gleich. Denn wenn wir den Spaß jetzt schon in der Base haben, dann können wir es auch gleich scannen. So. Gut, so viel dazu. Aber was werden wir heute machen? Also einmal machen wir jetzt noch schnell die zwei Brennstäbe. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Was haben wir dafür gleich wieder gebraucht? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Uran, Lead und Titan. Alles klar. Uran. Lead. Und Titan. So, die Basic-Ressourcen, die habe ich auch wieder aufgefüllt. Denn, ja, ich hatte jetzt keinen Bock wieder hier, dass ihr mir zuguckt beim Sammeln. Werde ich nicht, mit Sicherheit nicht jedes Mal machen, aber jetzt erst einmal hat schon gepasst. Hat sich irgendwie angeboten. Jetzt haben wir die zwei Teile da noch rein. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das was ändern wird. Und wenn es was ändern würde oder wird, dann muss ich sagen, ist das scheiße. Weil, ja, das muss jetzt nicht sein, dass das Ding hier permanent mit komplett ausgestattet wird. Aber wenn ich mir jetzt das Steigen des Energielevels anschaue, würde ich sagen, nö, das hat nicht funktioniert. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Es ist auch noch Tag, die Solarzellen, die arbeiten noch zu 80%. Also, nee, hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Eigentlich schade. So, was wollen wir heute machen? Heute wollen wir uns den Zyklop craften. Das habe ich jetzt doch eine Zeit lang vor mir hergeschoben und heute würde ich es machen. Würde ich fast sagen, machen wir es. So, wir brauchen Plastbahn, emailliertes Glas, Schmierstoff und einen erweiterten Kabelsatz. Sollte eigentlich alles machbar sein. Fangen wir mit dem Plastbahn an. Nö, das brauche ich nicht. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Dann nehmen wir mal alles mit. Ich glaube, das reicht eh nicht ganz. So schnell geht dann der Spaß auch wieder weg. Das ist unglaublich. So, ich habe jetzt nur 8. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen gleich nochmal ein. Also zwei besser gesagt. Und noch ein. Und dann brauchen wir noch einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heftige Scheiße. Und schon wieder sind die Schränke leer. Also das geht echt so brutal schnell. So, dann brauchen wir Lithium. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir müssen unbedingt Lithium besorgen, Leute. Krasse Scheiße.
Hätte jetzt nicht gedacht, dass uns Lithium so schnell ausgehen wird. Aber gut, wir haben auch noch nicht wirklich viel gesammelt. Muss man natürlich dazu erwähnen. So. Gut. Dann haben wir schon mal die 5 Plasbahnen. Dann glaube ich, waren das 5-mal emailliertes Glas. Jo. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich hoffe, dass wir jetzt so viele Pirschzähne haben, aber letztens hatten wir doch ziemlich Glück. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Das heißt, wir können uns hier erstmal Glas herstellen. 5-mal. Moment. Da haben wir ja schon 2 Glas. Das heißt, das können wir wieder zurück tun. Ich meine, brauchen wir ja nicht wieder craften, wenn man es eh schon hat, oder? Ich bin gespannt, ob sich beim Zyklop was getan hat. Ob sie da irgendwas geändert haben. Wäre irgendwie cool. So, jetzt sollten wir eigentlich auch 5 emailliertes Glas haben. Perfekt. Dann würde ich sagen, tun wir den Spaß mal ganz kurz weg. Denn wir brauchen noch 2 oder 3-mal Schmierstoff. 2-mal Schmierstoff, also 6 von den Püscheln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sollte das auch klar gehen. 1-mal Schmierstoff und 2-mal Schmierstoff. Und dann, glaube ich, brauchen wir noch einen Kabelsatz, oder? Erweiterter Kabelsatz. Weg, weg. Und der braucht einen Computerchip und 2-mal Gold. Okay. Quarz. Silber. 2-mal Gold. Dann brauchen wir noch eine Tischkorallenprobe. Ich vermute mal, wir haben jetzt keine in der Base gehabt. Dann gehen wir schnell hierher. So, geht ja recht schnell. Und ich glaube, dann haben wir eh schon alles, was wir brauchen, oder? Einmal hier ein Computerchip. Einen erweiterten Kabelsatz. Dann nehmen wir noch den ganzen Spaß mit, den wir hier eh schon drin haben. Und los geht's. So, einmal einen Zyklop, bitte. Ja, schaut doch nicht verkehrt aus, oder? Wahrscheinlich fällt das jetzt direkt auf unsere... Das sah ja mal... extrem erfolgreich aus. Gleich geht er kaputt. So, wir parken das Ding jetzt nun mal schnell hier um. Oh ja, es hat sich was getan. So, also hier sehe ich... Ich habe keine Ahnung, was du... Oh, geil, Leute. Wie geil. Oh, Leute. Und noch eine Kamera. Und eine Kamera oben. Das ist ja mal richtig, richtig geil, Leute. Hammer! Okay, die haben hier tatsächlich gut was noch gemacht. So, was haben wir noch? Wie schaut das...
Wie schaut das Ding sonst aus? Hey, was haben wir hier? Innenbeleuchtung an- und ausschalten. Hammer, Leute. Hier auch irgendeine Konsole? Nee, hier nicht. Steht hier? Wir machen jetzt einen kleinen Rundgang hier. Und? Ja, Energiezellen, klar. Ich glaube, sonst hat sich jetzt nicht so viel verändert, oder? Aber das mit der Kamera ist ja mal mega geil, Leute. Also richtig, richtig geil. Kann man zumachen. Hier auch schön die Scheinwerfer. Oh, Leute, das, also das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Geile Sache. Gut, dann holen wir uns jetzt noch schnell das Zeug von hier drin. Und zwar in Crafted hatten wir einmal hier das hier. Dann nehmen wir uns. Ja, zwei lassen wir hier, den Rest nehmen wir mit hoch. Das Effizienzdingens kann ich nicht machen, oder? Nee, ich kann wirklich nur das Tauchmodul. 10 Plastbahnen. Leck mich fett am Arsch. So, Titan habe ich leider keins mehr. Aber 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, okay. Ein Schrank, zwei Schränke, drei Schränke, vier Schränke. Das heißt, wir brauchen noch 4 Quarz. 1, 2, 3, 4. So, jetzt können wir uns oben noch ein paar Schränke machen. Oh, da fällt mir gerade ein. Was hat der Replikator gekostet? Der war doch nicht so günstig, wenn ich mich recht erinnere. Replikator. Ein Kabelsatz und Computerchip. Den brauchen wir auf jeden Fall an Bord auch. Gut. Kabelsatz kostet mich 2 Silbererz. Alles klar, machen wir das auch noch schnell. 1, 2, 3. 1. Und so, es ist Nacht. Rein hypothetisch müsste ja jetzt müssten ja jetzt die Solarzellen auf null Effizienz untergegangen sein. Und theoretisch, wenn ich jetzt hier was verbrauche, sollte doch eigentlich. Wieso habe ich jetzt einen Computerchip? Habe ich einen Computerchip gebraucht? So, Energie steigt nicht. Perfekt. Das heißt, ein Quarz können wir eh hier lassen. Dann gehen wir mal ganz kurz. Also, ihr habt es gerade gesehen. Nochmal kurz zurück. Da, die Energie steigt nicht. Also, der Nuklearreaktor und das Biokraftwerk funktionieren faktisch einfach nicht. Echt schade, aber mei, was will man machen? So, dann würde ich sagen, als allererstes machen wir uns hier. Machen wir den hierher oder machen wir. Den machen wir hierher. Den Fabrikator. Und dann hier klassisch unsere Schränke. Mann. Ich will natürlich hier auch wieder einen Innenbeetkasten haben. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur 2x einen Pflanztopf. Das reicht. Machen wir noch einen. Da können wir dann nochmal 2 Dinger hin tun. 2 Hängebaum, Frucht, Bäume. Und die Sache ist okay. Perfekt, 2 Spind. 2 Spinte kriege ich auch noch hin. Das war's. Und wir sind mit Titan am Ende.
So, was können wir hier Schönes machen? Druckkompensator, okay. Alles klar. So, dann nochmal zurück in die Base. Quarz lassen wir hier. Brauchen wir nicht. Dann nehmen wir erstmal den Bauch vollhauen. Dann nehmen wir noch zwei Samen mit für unterwegs. Die Seemotte nehmen wir uns mit. Und dann schauen wir uns ein bisschen um. Offscreen habe ich hier übrigens mal hier die ganzen Pilze weggemacht, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich mich hier demnächst in die Luft sprengen werde. Und irgendwie hatte ich da jetzt nicht so Bock drauf. So. Perfekt. Sitzt, passt und hat Luft. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg, oder? Aber in welche Richtung? Moment, bevor wir überhaupt irgendwas machen, haben wir erstmal das Effizienzmodul rein, oder? Das macht jetzt am meisten Sinn. So. Jetzt ist das Ding etwas effizienter. Dann können wir auch hier die Energiezellen mal abladen. Eine halten wir natürlich in der Tasche. Und dann können wir mal gucken, wo wir hinwollen. Ich würde sagen, als allererstes okay, was bist du? Okay, irgendwo war das wohl ein Annäherungsalarm, oder? Würde ich fast sagen. Ist wahrscheinlich irgendwo mittig, oder? Ah, okay. Das war's mit Alarm. So. Dann würde ich sagen, cruisen wir jetzt hier einmal erstmal Richtung... Oh, Leute, es gefällt mir. Und ich glaube, die Steuerung von der Seemotte ist auch besser geworden. Also das mit dem Annäherungsalarm finde ich super. Moment. Hab ich denn jetzt vor der Welt hier mit? Och, ich bin doch so ein Holzkopf. Ich bin doch so ein Holzkopf. Ich habe vergessen, die Früchte mitzunehmen. Die holen wir jetzt schnell zu Fuß. Habe ich das eiskalt vergessen? Ich glaube, ich spinne. Naja, was soll's. Nehmen wir noch ein bisschen Schrott mit, wenn wir jetzt eh schon Wäldchen sehen. Bisschen Quarz, wieso nicht? Schaden wird's nicht. Und dann können wir eh schon in die Base. So, dann machen wir das hier schnell zu Titan. Und nochmal Titan. Wie viel haben wir denn jetzt? 2, 4, 6, 8. Das sind 4. Dann nehmen wir noch ein bisschen Quarz mit. Dann können wir uns noch ein paar Schränke machen. Hier 2 Samen. Den hauen wir uns nochmal schnell in den Magen. Jetzt haben wir 2 Samen dabei. Perfekt. Dann nochmal kurz zum Zyklop. Mann, 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 Mann. Habe ich das jetzt eiskalt vergessen? Aber das ist wichtig. Also damit, ohne dem gehe ich jetzt gar nicht auf große Tour, weil das würde ich jetzt für ziemlich schwachsinnig halten. Ob man den Zyklop wohl irgendwann einmal mit regenerativen Energiequellen ausstatten kann, da bin ich auch schon gespannt.
Welcome aboard, Captain. Und die All systems online. Und die Stimme finde ich nach wie vor extrem geil. Muss nicht immer eine Frauenstimme sein. Das ist mal so der Beweis. So, dann machen wir uns hier auf jeden Fall noch ein paar Schränke. Weil erfahrungsgemäß haben wir die gebraucht. Und jetzt habe ich auch das Material dafür mitgenommen. Daher machen wir es auf jeden Fall. Bin jetzt nicht sicher, ob... Ich glaube, einer geht noch. Dann haben wir hierher. Aber das war's. Perfekt. Perfekt, Leute. Haben jetzt hier ein paar Schränke. Nehmen wir die Energiezellen nochmal raus. Ich würde sagen, das Zeug tun wir hier rein. So, dann wissen wir, dass Energiezellen und sowas hier drin ist. Und hier tun wir einfach nur noch Ressourcen rein. Perfekt, Leute. So gefällt mir das. Und ich würde sagen, für heute reicht's auch wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.